Jo, hallo. Ich hatte eine kurze Aufnahmepause. Erstens, Gothic ist abgeschmiert. Zweitens, war es dann spät. Drittens, ja, 2 Stunden Aufnahme. Da wollte ich lieber mal nachschauen, ob das auch wirklich aufgenommen hat. Hat es. Die ersten 6 Folgen sind geschnitten. Kommen so die nächsten Tage raus. Also, wenn er das hört, sind sie draußen. Wie gesagt, 2001 war das gute Ding. Na, wollen wir erstmal hier mit Korkalum. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Kann ich noch mehr mit Was willst quatschen? du? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Das habe ich mir fast gedacht. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. So, dann speichern wir trotzdem mal kurz. Ab. Und gucken noch, ob wir auch mal vielleicht die andere Truhe öffnen können. Rezept. Das ist doch mal eine feine Sache. Gut. Speichern wir. Dass wir uns da nicht gleich. Naja, Gott. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanz. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Minecrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. So. Ja, was wollten wir? Ach ja, wir wollten ja hier unten, ist ja noch dieser Blödmannsgehilfe sitzen, der nicht zur Arbeit auftaucht. Dem prügeln wir jetzt erst einmal wach. So. Ah, und Fortuno. Fortuno redet nach. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ich will handeln. Schauen, was willst du haben? Hat. Oder willst du was verkaufen? Grüner Novize. Ich glaube, die kann ich auch. Oh, guck mal, im Hintergrund eine Steinschnitte. So. Hey, du! Hey, du!
Okay. Du lernst schnell. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. So. Da ist er doch. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schon gut. Okay, warte mal. Erstmal speichern wir nochmal kurz. Dann schnibbeln wir noch eine Kleinigkeit. Ja, ich glaube, den Knüschen müssen wir mal ein bisschen verhauen. Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Klarer Sieger, würde ich sagen. So. Komm, Farlock. Wasserpfeife. Bett. Hey, warum kann ich diesen Links nicht aufnehmen? Das wird dir noch leid tun. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann! Ja, willst du nochmal einen aufs Maul? Ich mag die Nacht hier weiter. Sieht man mal irgendwo im Hintergrund einen Sternschnupp. Sieht gut aus. Noch ein Tempo. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist gut. Oh, hier gibt's Bürostahl. Keule. Das ist alles nicht so wirklich was. Naja, gut. An der Geschichte muss wohl noch was anfangen. Verlass dich. Und da im Hintergrund quatschen sie immer. Das sind immer dieselben zusammenhanglosen Sätze. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben.
Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Da denke ich doch, habe ich auch einen idealen Partner schon gefunden, den wir da hinschicken können. Ich mag den Nachthimmel. Einen ganzen Haufen Sternstuppen. Jetzt eigentlich die Stampf so. Naja, die reden schon so alles und nicht mit mir. Irgendwie noch nicht so richtig zurecht. Früher wäre das ganz anders. Das Sumpflager ist auch ein bisschen unübersichtlich. Das muss man einfach mal sagen, mit den verschiedenen Ebenen und so. Ich habe Sumpfkraut bei mir. Du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers?
Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Nein. Haben wir den? Aber wo? Wir waren doch hier irgendwo. Waren doch die Jungs, die gestampft haben die ganze Zeit. Ach, ich will immer noch mit der Taste springen. Hä? Ich verlaufe mich hier gerade hoffnungslos, glaube ich. Ist der Tempelvorplatz? Also 2001. War doch klar, dass das. Das war die Zeit, wo ich mein Abi gemacht habe. Damals war es so, dass das anfing, dass die Leute, oder das heißt die Leute, die damaligen Jugendlichen, so mein Alter, so 16, 17, 15, angefangen, ein Handy zu bekommen. Handy, das war damals was ganz, also das war wirklich, das war, da ging es los, dass das so nach und nach alle eins hatten. Ein Kumpel von mir hatte das erste Handy, was eine Kamera hatte. Das war heute gar nicht vorstellbar, das war das Einzige, das war damals ein Nokia. Und das war so und so überhaupt das Ding. Es musste, wenn überhaupt, Nokia sein. Wer hat denn heute noch ein Nokia-Handy? Ich hatte damals das erste, was ich hatte, war ein Alcatel. Und das war schon deshalb ein bisschen was Besonderes, weil es ein brauchbares Display hatte, was aus mehreren Punkten bestand, im Gegensatz zu den meisten anderen, die nur diesen 16-Bit-Zahlen schieß mich tot Darstellungen hatten. Es war. Ein größeres Display im Gegensatz zu den vielen Nokias. Das konnte dann Smileys darstellen. Zeig mir den Weg. Zur Schmiede. Folge mir. So, dann können wir mal Lester anreden. Ja. Und damals war es so, dass die konnten damals schon die ersten Handys, die ins Netz gingen, konnten ins Internet. Und da hat er ja auch keiner irgendwie einen Flatrate, geschweige denn irgendwie eine Datenflatrate oder irgendwas. Das war also nicht wie, ja, Internet die ganze Zeit halt an, sondern so, scheiße, ich habe mich jetzt ins Internet eingewählt. Das hat damals ein Schweinegeld gekostet. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Passt auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Zeig mir den Weg. So, auf geht's zum Haupttor. Thank you.
Ja, was von 2000 in der Zeit noch so. Ach, da gab es noch keine DVDs. Aber gab es da schon DVDs? Ich glaube, die meisten, da gab es noch keine DVDs. Das meiste waren noch auf CD. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es da schon die ersten DVDs gab. Auf jeden Fall war es nicht so sonderlich verbreitet. Geschweige denn eine Blu-ray oder irgend sowas. Die CD haben wir schon relativ viel. Und die ersten MP3-Player, die so aufkamen, das war es in der Gegend. Ein Kumpel von mir war da ein ganz großer Hype, der hatte den ersten iPod. Noch dieses riesige Klopper-Ding. Der war ja, also im Verhältnis zum heutigen, war der ja riesig, das Ding. Und hatte ein Drehrad zum Bedienen. Das war also wirklich ein Drehrad. Das war kein irgendwie Touchscreen oder irgendwie. Das war wirklich ein Drehrad. Das war so herrlich. Marcel war das. Der hatte das Ding. Ja, gut, das ist die MP3. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Mach Platz! Super. Kann ich jetzt vielleicht mit ihm reden? Kann er? Ich hab nichts mehr. Mach Platz! Aber hier hinten? Die waren doch drüben, glaube ich. Jo. Noch. Ja, was denn das für die Sachen sind. Es war dann jetzt alle Zeit, wo ich für mich irgendwo, frage ich mich das sehr viel wohler gefühlt als früher bei. Ah, hallo. Früher in der Schule. Weil das einfach. Warte mal, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. So, erstmal speichern. Speichern. Also wie gesagt, Abi, das war quasi ein Neuanfang so ein bisschen für mich. Weil ich habe ja erstmal normal mein... Hey du! Realschulabschluss gemacht. Raus hier! Du lernst schnell! Und bin dann auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, wo ich in 3 Jahren das Abi nachgeholt habe. Hey du! Da hast du nochmal Glück gehabt. Wir nicht hören. Lass dich hier nicht mehr blicken! Warum kann ich mich da jetzt nicht hinlegen? Ich will jetzt hier mal eine Runde schlafen, ich will, dass das morgen wird. Hey! Hey! Du lernst schnell! Hey du! Okay. Raus hier! Gut, erstmal bist du ein bisschen morgen. Hey du! So. Nee, das war für mich ein bisschen ein Neuanfang.
quasi. Im Gegensatz zur Realschule. Mit ganz neuen Leuten, ganz neuer Freundeskreis, oder was heißt Freundeskreis? Personenkreis. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Na los, lass mich vorbei. So. Auf jeden Fall war es, ich war halt in Realschulzeiten irgendwo ein bisschen, das heißt, ja, Außenseiter. Ich glaube, das kennen viele, dass man da irgendwo nicht so richtig dazugehört. Wer bist du? Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Der hat ein ganz, ganz kleines bisschen einen an der Waffe. Ich war halt ein bisschen, der eigenartige Kerl. Ich hatte ein paar Gründe, wie gesagt, ich war halt ein bisschen so ein Eigenbrötler. Ich habe mich immer so ein bisschen in meine eigene Welt zurückgezogen. Wie gesagt, eben auch Computerspiele, aber auch eben Bücher. Und wie steht's? Ich bin total Heimann. Cool. Ja, komm, Balor. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, hä? Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Immer tüchtig weitersammeln. Na klar, was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Sollte ich das machen? Ich bin mir auch gerade am überlegen, ob ich das Sumpfkraut dann überhaupt irgendjemanden verticke. Ach, vergiss es. Denk bloß nicht, es sei denn, du lässt dir von einem Banditen über die Rübe hauen. Naja. Wir gucken mal, was man noch machen kann. Wie gesagt, war ein bisschen so Außenseiter. Eben eigenartiges Kerlchen. Und
der sich halt auch noch ein bisschen in seine eigene Welt zurückgezogen hat. Wie gesagt, das eine bedingt, glaube ich, dann auch noch gegenseitig das andere. Wo ist Zumpfeier? Nee. Da mal ein bisschen aufpassen. Das eine, glaube ich, immer so ein bisschen das andere auch bedingt. Weil du bist halt eigenartig und hast nicht so viele Freunde. So ziehst du dich halt ein bisschen in solche Sachen zurück. Und dadurch, dass du dich halt, wirst du halt immer. Und das war auch in der Realschule so, dass ich da nicht so die Leute hatte um mich rum, die auf einem ähnlichen Niveau getickt haben wie ich. Das war im Gymnasium dann alles ein bisschen anders. Fing an bei Leuten, die ein bisschen ähnlichen Musikgeschmack hatten wie ich. Und ähnliche Interessen hatten. Wie gesagt, da gab es in Realschulzeiten halt relativ wenige. Oder besser gesagt, in meinem Klassenverband in der Realschule eigentlich so. Überhaupt kein. Oh, hier geht's Richtung Barriere. Das ist schlecht. Wo sind denn die anderen Krummsumpfgrad-Sammler? Da geht's auch Richtung Barriere. Sammler finden. Wie gesagt, es ging los halt bei ähnlichen Interessen. Und wie gesagt, in der Nummer lesen, zu lesen, da war ich einer von wenigen, der da irgendwo in meinem Klassenverband zu Realschulzeiten irgendwo relativ viel gelesen hat. Die allermeisten eben nicht. Und dann eben auch bei mir halt so Fantasy-Sachen, Herr der Ringe. Erstmal abwarten. Und ähnliches. Bei Anhalter durch die Galaxis. Halt alle möglichen Fantasy-Sachen und Science-Fiction Filme, die ich gerne geschaut habe. Und Serien. Wie gesagt, da war ich halt wirklich einer der Einzige zu Realschulzeiten. Und dann im Gymnasium war es halt ein bisschen anders, da hast du dann einen anderen Verband gehabt. Die Leute waren auch, sagen wir mal, vom Grund her irgendwie ein bisschen anders.